und herzlich willkommen, ihr Planet Zoo-Fans, zu einem neuen Part von meinem Let's Play. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir machen jetzt weiter hier in unserem Affenzirkuspark. Und ich will noch irgendwie die letzte Goldaufgabe erledigen. Ich habe im letzten Part irgendwie verpasst. Habe ich dann noch gesehen, dass irgendwie hier die Tiere noch in den Kisten rumgehangen haben. Und das tut ihnen ja auch nicht so richtig gut. Ja, das habe ich dann jetzt erstmal geändert. Ich habe die alle rausgelassen. Und jetzt ist hier richtig was los. Was macht der denn da? Boah, der sieht aber auch richtig lustig aus hier. Der Andy. Andy. Ja, mal gucken, was wir jetzt noch machen können hier in diesem Part. Ich soll hier ja noch ein Gehege anlegen oder sowas. Aber hier hinten ist ja eigentlich noch... Hier wäre Platz, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich sehen kann, wie viele Arten ich denn jetzt aktuell habe. Vielleicht bin ich ja auch ein bisschen blind dafür. Aber ich hatte auf jeden Fall noch durch Vivarien noch ein bisschen was hinzugefügt. Jetzt wollen wir mal hier gucken, wo wir was sehen können. Fragezeichen, Tiere? Nee, das ist Allgemeinfragen. Zoopedia, das ist wahrscheinlich auch allgemeines Infowissen, was man sich hier alles so aneignen kann. Ja, man kann also viel lernen über den amerikanischen Bison. Aha, aha. Was wir so brauchen. Okay. Und was haben wir hier? Der Zeitstrahl, was wir gemacht haben. Ziele. Warnung, Spieler auf Besuch, okay. Und was hier? Zoo-Warnung, Forschung. Wir haben irgendwas wieder erforscht. Ah, der Cutter. Du hast ja Gegenstände entdeckt. Also wir können jetzt mehr für den Cutter machen. Anscheinend. Okay. Ich blicke ja noch nicht so ganz durch bei dem Spiel. Aber Zoopedia ansehen. Ja, okay, das ist ja ganz schön, dass wir hier Stufe 8 haben. Das heißt, wir können jetzt noch mehr hier machen anscheinend, oder was? Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ich muss noch einiges rausfinden. Aber hier haben wir doch das Forschungstier... Zoo-Übersicht. Ah! Das ist doch das, was ich wollte. Übersicht. Wir haben Zoopfleger 8. Tierpfleger. Wir haben Tierarzt. Wie viele Arten haben wir? Wir haben 10 Arten. Also ich brauche noch 2 Arten im Park. Und die höchste Attraktivität hat der Borneo-Orang-Utan. Also wir brauchen noch 2 Arten irgendwie. Verbrechen. Aha, aha. So, wie gehe ich jetzt vor? Jetzt ist schon mein Problem hier ganz groß. Was ist das ja eigentlich? Finanzen? Ach, hier kannst du alles durchgucken. Also wenn sie das Spiel bei Jurassic World Evolution irgendwie so reingefügt hätten hier, dann wäre ich, glaube ich, mega glücklich gewesen. Es gibt auch mittlerweile ein Add-on, ein DLC für das Spiel, so Arctic. Also Schnee, irgendwelche Tiere, die im Schnee leben. Aber, tja. So, hier sind überall Tiere, ja. Und die einzige freie Fläche, die ich sehe, ist diese hier. Oh, ich komme da immer drauf. Jetzt müsste ich nur mal gucken. Oder wie mache ich das jetzt mit den Arten? Neu. Ich finde, ich tue mich noch schwer damit, hier irgendwie Wege zu bauen und dass die da hinkommen. Aber eigentlich reicht ja, wenn die von hier oben da hingucken können, ne? So theoretisch, dass man hier was hinmacht. Ist nur die Frage, was für ein Tier und wie gehe ich da jetzt vor? Den haben wir doch noch gar nicht, oder? Den roter Wal. Tier aufbewahren. Die Frage ist nur, was brauche ich für dieses Tier? Alles, um ihn glücklich zu machen. Ein Cutter haben wir. Ein Flusspferd. Das finde ich ja auch nicht schlecht. Komm, wir holen jetzt ein Flusspferd. Was steht denn hier so? Fruchtbarkeit, ja. Was brauche ich dafür? Wie lege ich denn jetzt eigentlich los, wenn ich ein Flusspferd machen will, haben will? Das muss ich jetzt erst Zoopedia. Okay, Flusspferd. Wasser braucht man, okay. 125.000 bis 150.000, das hört sich noch nicht viel an. Also ist eine gefährdete Art. Natürlicher Lebensraum. Kann man also gucken. Mhm. Graslandschaft und aquatisch, also Wasser. 1000 Quadratmeter. 10 bis 37 Grad. So, Grenzanforderung Grad 4, okay. 1000 Quadratmeter, ich gucke jetzt mal. Ich versuche jetzt einfach mal mich ganz doof. Muss ich halt erstmal schauen.
wie das geht. Einrichtung. Mülleimer, nein. Bau. Wände. Wandelement? Nee. Das ist alles hier von Rollercoaster Tycoon. Nee, ich brauche einen Gehegezaun oder wie war das? Barrieren. Ah! Barrieren. So, wir brauchen Grad 4 auf jeden Fall. 2, 3, 4. 5. Also mindestens dann wahrscheinlich. Ich nehme dann doch einfach mal 4. Und die Höhe stand jetzt nicht da. Aber ich denke mal, so ein Nilpferd kann jetzt nicht so hoch springen. Fangen wir einfach mal an. Jetzt so ganz doof. Das ist jetzt echt mein erstes Mal, dass ich frei ein Gehege baue. Machen wir das mal hier weg. So, und jetzt gehe ich mal hier außen rum. Wir brauchen Platz. Der Zaun knarzt auf jeden Fall ordentlich. Ich hätte ihn auch länger machen können, ne? Achso, das ist höher und niedriger. So. Kann ich das auch länger machen, das Element? Länge? Ja, guck mal hier. Machen wir mal. Ich mache einfach mal hier so weiter. Ich habe jetzt echt noch keine Ahnung, wie ich da am besten vorgehe. Also, nehmt mir das nicht übel, wenn ich jetzt hier nicht richtig schön baue oder sowas. Das kommt alles noch irgendwann. Irgendwann werde ich nochmal richtig gut. So. Jetzt will ich mal wissen, das ist ja echt... Da kommt das Nilpferd nicht durch. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. So, und jetzt? Das ist doch jetzt eine Barriere. Und jetzt? Was ist denn jetzt hier? Ja, das ist fertig jetzt hier. Das soll jetzt hier ein Gehege sein. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung mehr. Um ehrlich zu sein. Ah, hier ist der Fehler. So, wegmachen. Ist jetzt zu, der Laden? Ist das jetzt zu? Ist meine Frage. Hier ist der Baum außerhalb. Ja. Das läuft. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich brauche aber für das Gehege ja eigentlich noch Barrieren. So, ich brauche ja noch eine Tür. So, von hier hinten ist ja ein Weg. Theoretisch. Für Mitarbeiter. Schleuse. Falls ihr jetzt das hört im Hintergrund. Das ist eine Katze, die hier. Hallo. Die hier rummeckert. Gehegeeingang. Badaba. So. Warum? Doch, da hat es doch geklappt. Hat doch geklappt. Ein Weg bauen. Guck mal, hier geht das doch ran. Irgendwie kommen wir hier ran. Ja, wunderbar. Hier hinten, die Wand kann weg. Zack. Wunderbar. Das ist jetzt alles provisorisch. Aber ich weiß immer noch nicht. Doch, hat doch jetzt geklappt. Ja, siehste. Zum Tiermarkt. Ich habe jetzt noch nichts, ne? Warte mal, erst noch mal das Gehege angucken hier. So. Wie groß ist denn der Laden jetzt hier? 2800 Quadratmeter ist doch schon mal Knorke. Ich hole jetzt einfach das Tier und baue dann alles, was ich brauche. Keine Ahnung. Es ist echt ein bisschen bescheiden, was ich hier mache. Temperatur 42 Grad. Oh, das ist natürlich ein bisschen zu warm. Vielleicht muss ich doch nochmal gucken. So, zum Tiermarkt. 42 Grad haben wir hier. Wir wollen jetzt aber das Flusspferd haben. Wir wollen es haben. Ein Männchen. Und ein Weibchen. An Zoo senden. So. Ich habe jetzt das einfach mal angeklickt. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier wer kommt. Jetzt kommt das Tier da rein und guckt so. Was ist das denn? Hier ist auch noch nicht mal Wasser. ja, das stimmt. Wow. Wie? Ich kann hier nichts anpassen. Ah! Ich kann hier nicht... Gelände? Hallo? Nach Szenario anzeigen. Ich kann das Gelände nicht anpassen. Oh mein Gott. So, kommt denn jetzt wer? Jetzt kommt wieder das Problem, dass ich mal wieder nicht weiß, ob die Tiere hier jemals ankommen oder nicht. Doch, irgendwas ist passiert gerade. Ich höre da was. Da ist es! Da ist das Ding! So, Pause. Obwohl, wir lassen mal laufen hier. Sozialverhalten, ne? Wir brauchen noch einen Kumpan.
Wo ist der denn? Tierhandel. Oh, der ist. Ja, der ist da, das wissen wir. Tieraufbewahrung. An Zoo senden und ab in das Gehege. Das heißt, er kriegt jetzt gleich hier noch ein bisschen. Siehst du, da ist das doch im Wasser hier, das Ding. Und schwimmt! Happy Hippo! Happy Hippo ist da. Hallo, mir geht's gut. Sehr cool. So, du kriegst gleich Besuch und Gesellschaft. Dann wird alles gut. Wir wollen dich natürlich noch glücklicher machen. Das Wohlbefinden ist natürlich jetzt noch nicht so. Also, Aufgaben erfüllen. Es gibt zu wenig Rückzugsorte. Felsen brauchen wir. Ich will jetzt erstmal, dass der andere ankommt. So, einmal vorspulen. Da passiert das Wunder der Welt. Rums. So, Männchen und Weibchen, ihr könnt euch jetzt glücklich schätzen. So, Sozialverhalten. Brauchen wir denn jetzt hier noch mehr, oder was? Tier hat enorm Probleme mit dem sozialen Wohlbefinden. Warum? Soziale Gruppe. Zu wenig. Jungtiere und erwachsene Tiere in der Sozial... Ja, wir müssen noch mehr holen wahrscheinlich. Platz. Stimmt auch noch nicht. Also wir müssen jetzt hier irgendwas tun auf jeden Fall. So, ich drücke Pause. Wir wollen ja nicht zu lange hier. Wasserfläche. Viel zu wenig. Viel zu wenig Wasserfläche. Ja, was soll ich machen? Ich darf ja nicht mehr machen, oder? So, Wasser. Ach, blockiert. Super. Mehr Wasser geht nicht. Ich darf euch nicht noch mehr Wasser geben. Damit müsst ihr jetzt also leben. Okay. Soll ja nicht... Das soll ja nicht das Ausschlusskriterium sein, ne? Zu wenig Wasserfläche. Ja, hier machen wir ein bisschen Fels hin. So, dann haben wir das schon mal. Ja. Hier fehlt es doch noch. Nö, Pflanzen passt eigentlich. Pflanzen passt, oder? Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einen Unterschlupf für die Jungs und Mädels. Aha. Sozialverhalten ist halt echt. Zu wenige Jungtiere und Erwachsenentiere in der sozialen Gruppe des Tiers. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen dritten. Das steht schon mal fest. Und da klicke ich doch nochmal hier drauf. Zwei Warnungen. Alles gut. Alles wird gut. Atem bricht. Ja, wir holen noch was. Wir holen noch was. Warum geht das hier nicht mehr? Vorhin ging das so schön. Dann gehe ich jetzt einfach nochmal hier in den Handel. Tierhandel. Forschung, ja, super. Ja, alles gut. Der Cutter ist jetzt komplett durch. Tier leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Ja, das wollen wir ja gerade lösen, Kinder. Finanzen. Zoo-Übersicht. Tierhandel. Warum? Tiermarkt. Ah, da ist es. Okay, gut. Wir holen jetzt noch das dritte Nilpferd. Was heißt das hier? Das Alter. Suma. 19 Jahre. 10 Jahre. Guck mal. Ein jüngeres auf jeden Fall. So. Annehmen. An Zoo senden. Und auch hier hin schon mal. Das ist schon mal gut. Ich lasse jetzt einfach doch mal weiterlaufen. Mal gucken, was jetzt noch passiert. So. Ja, ihr werdet gleich noch richtig glücklich hier. Bepflanzung 19%. Temperatur 28 bis 30. Ist ein bisschen warm. Ich muss doch hier draufklicken, ne? So, Wohlbefinden. Sozialverhalten, das wird jetzt gleich noch. Da kommt er. Ist er da schon? Nee. Das ist noch nicht den wir brauchen. Futter. Wir brauchen Futter. Natürlich brauchen wir Futter. Futter und Wasser. Kann ich das jetzt hier nach Art machen? Ja, sehr gut. Wie heißt denn das Tier? Flusspferd. Es ist also eigentlich für alles gesorgt. So, und jetzt kommt der dritte im Bunde. Zack. Sehen die eigentlich von hier oben, was da los ist? Das ist nämlich noch die nächste Frage. Stehen die dafür an? Ja, die gucken da. Da müssen wir noch ein Schild hinmachen. Oder noch eine Brücke praktisch dahin machen. Futterdruck, Wasserleitung, Futterdruck klein, Mittel. So. Dann brauchen wir noch was zum Schlafen für die Guten.
Das ist doch schon mal eine schöne Hütte hier. Das ist für die Flusspferde gut, oder was? Dann machen wir hier mal eine Hütte hin, eine kleine. Ne? So ein ganz gemütlich hier an die Ecke. Schlafmöglichkeit extra groß. Groß, klein. Ich würde mal sagen extra groß, ne? So. Warum geht das nicht? Gut, das geht. Haben wir schon mal eine Schlafmöglichkeit. Vielleicht brauchen wir da aber noch eine zweite dann. Wir wissen es noch nicht. Ich mache mal noch so eine Hütte hier irgendwo hin. So, die können wir ja auch noch nehmen. Wir haben ja ein großes, relativ großes Gehege. Ah, das nervt gerade so ein bisschen. Ich mache das hier wirklich primitiv, wie ihr seht, ne? Also ich will jetzt keine Hexerei hier machen. Ich will jetzt einfach nur erstmal diese Aufgaben lösen. Jetzt haben wir schon mal Essen und Trinken. Heizkörper, Klimaanlage. Ja, wir brauchen eigentlich eher eine Klimaanlage. Ich stelle die jetzt noch ein, oder was? Auf, was war das, 27 Grad oder was? 25? Was will der haben? Der Gute. Irgendwo stand das doch hier, ne? Die Temperatur, Lebensqualität. Futter ist noch nicht da. Naja. Kann ja nicht alles haben, ne? Zu viele Informationen, wie ihr seht. Und uns fehlt auch noch hier von den... Ne, hier Afrika. Aquantisch und Graslandschaft müssen wir nochmal holen. Was? Gehege, Natur. Was war das jetzt? Afrika. Lalalala. Afrikanisch. Und... Design? Nee. Eigenschaft? Nee. Blume? Graslandschaft. Wird er jetzt noch glücklicher, wenn wir jetzt hier so ein Ding hier hinstellen? Warte mal. Wir haben schon zu viel Pflanzung, oder? Ist das das Mindeste? Eigentlich ist er ja zufrieden. Aber eigentlich muss auch in so Wasser hier noch was rein, ne? Machen wir hier mal so. Halt mal, das nervt den, ne? Oder was? Was ist das hier? Das gehört doch gar nicht dazu. Löschen. Löchen. Eigentlich sind die doch jetzt... Jetzt muss es doch bergauf gehen. Ich mach mal Play wieder. Oder war gerade Play? Ich weiß nicht mehr. Doch, die bewegen sich alle. Essen muss halt mal kommen. Und einer muss das hier wegmachen. Das ist das Entscheidende. So, da kommt er auch schon. Mal gucken, was er macht, der gute Herr. Tier leidet an niedrigem Wohlbefinden. Warum? Sozial. Was ist denn hier los? Stress. Versucht sich zu verstecken. Ja, macht das schon gleich wieder. Alles wird gut. Wir müssen hier mal weiter gucken bei unseren Happy Hippos. Der Happy Hippo Snack. So, was hat er jetzt gemacht, der Mitarbeiter hier? Ich weiß es nicht. Enorme Probleme mit sozialem Wohlbefinden. Das Gehege ist zu klein und zu voll. Dann werden wir die Barriere nochmal ein bisschen bearbeiten. So. Wir werden expandieren. Wie es so gut heißt. Wir haben ja hier noch Platz, ne? Also können wir hier hinten von mir aus auch hin. So. Oh, ja, ich geh mal hier so rum. Oh, alles wird gut. So, das kann weg, das kann weg. Und jetzt müsst ihr aber richtig glücklich sein. Expansion hat mal wieder geklappt. Oder auch nicht, keine Ahnung. Platz, das Gehege ist zu klein. Es ist immer noch zu klein alles. Eigentlich ist ungültig geworden. Warum? Drei Warnungen. Das Tier steht. Das Tier sieht aus, als wäre es zum Verdursten. Ja, ich verstehe auch nicht, was hier los ist.
Ich verstehe es nicht. Wie Sie sehen, Wassertrog. Mach doch mal Wasser da rein, Junge. In den Laden. Vor allen Dingen, das Tier verdurstet im Wasser. Das ist ja eh das Beste. So, was macht der denn jetzt hier? Der macht jetzt das weg. Ja, super. Was muss doch einer das Zeug auffüllen? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich immer nicht. Also, die werden hier bei mir nicht richtig glücklich. Ich habe hier meine Probleme. Futterspender, ja. Das klingelt schon wieder, ne? Was ist hier los? Ich weiß nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall habe ich hier Probleme. Ich habe Probleme. Einrichtungen. Hier nochmal. Was ist das denn? Ah, ich muss hier in so eine Wand noch hinmachen. Hier klingelt es voll rum. Ich weiß nicht, was hier los ist. Die haben auch nichts zu spielen und so, ne? Ah, Panik! Was heißt denn das? Zwei Warnungen. Tier ist entkommen! Wo? Hier ist eins. Wo? Das Flusspferd. Was heißt entkommen? Das ist doch noch da. Also ich verstehe gerade hier gar nichts. Ich verstehe gar nichts. Und die rennen hier alle in Panik rum, oder was? Na super. So, und alles, was ich im vorletzten Part gelernt habe, weiß ich jetzt wieder mal nicht mehr. Ja, aber warum? Barriere bearbeiten. Ist doch alles dicht hier im Laden. Oder nicht? So, ich gucke jetzt hier nochmal durch. Hier ist alles dicht. Wie hier was entkommen sein kann, weiß ich natürlich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wo jetzt unsere drei Flusspferde sind. Ich bin gerade ein bisschen verdutzt. Die sind doch alle da! Ja, alles ist doch gut. Ich verstehe es nicht. Auch schön hier. Anderer Weg. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Ich bin völlig verwirrt. Die Tiere sind doch völlig entspannt hier eigentlich. Wohlbefinden ist nur nicht so gut. Lebensqualität. Es gibt zu wenig Beschäftigung für die Tiere. Da müssen wir nochmal was holen. Spielzeug haben wir allerdings nicht für unsere Flusspferde. Das ist natürlich nicht gut. Doch, da ist doch was. Siehst du. So. So ein Ding hier. Kann man immer überall hinstellen. Sprinkler. Sprinkler ist doch auch gut. Machen wir mal hier hinten mal hin. Und ein Wasserfall. Schön. Ich baue jetzt alles mal hier rein. Einfach einen Kegel. So. Also, von daher. Ich weiß halt nicht, was der will. Da kommt wieder einer. Ah, jetzt ist erstmal hier die Alarmgeschichte aus. Ja, er hat jetzt nachgeguckt. Alles gut. Keine Probleme. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß es nicht. So, die Tiere, guck mal, die spielen direkt hier. Die Happy Hippos werden jetzt richtig happy. Wohlbefinden aber erst bei 29% Lebensqualität. Es läuft noch nicht so. Futterbeschäftigung für Spezies. Also, das verstehe ich nicht. Es gibt viel zu wenig Beschäftigung durch Futter für alle Tiere. Also, Futterspender. Wir knallen hier mal was rein. Kreisel, Kräuter. So, da haben die Gäste auch was zu sehen. Aber ich muss auf jeden Fall... Oh, der ist weg. Ist entkommen? Keine Ahnung. Also ich bin jetzt hier wirklich machtlos gerade. Keine Ahnung mehr, was hier los ist. Völlige Überforderung. Futterspender, ja. Ich habe hier doch Futterspender gebaut. Der soll da mal was reinschmeißen. So.
ist doch das richtige Ding gewesen, oder nicht? Ne? Keine Ahnung. So, Spielzeug. Alles. Flusspferd. Klimaanlage. Wir haben alles, was das Flusspferd Herz begehrt. Heizkörper. Ja, also es ist ausgeartet. Ich habe keine Ahnung. Die Panik macht sich bei mir breit. Und jetzt kommen hier die ganzen Pfleger da an und die müssen durch die Kiste hier erstmal durch und hab keine Ahnung, was hier los ist. So, der bringt jetzt endlich mal Futter, der Mensch. Endlich kommt er mal an und macht mal was da rein. Die werden ja gleich verhungern hier. So, lauf. Da ist was drin. Schön. Hier was wegmachen, da was wegmachen. Das läuft ja schon mal, ja? Boah, die haben nichts gegessen, aber den Arsch voll. So, mach doch mal was da rein. Was macht die Kiste hier? Läuft nicht so richtig. Es läuft nicht so richtig. Ich weiß nicht, was da los ist. Ihr könnt mir gerne, weil ihr das besser wisst, in die Kommentare noch mal ein paar Tipps reinschreiben. Ich habe viel zu wenig Wasser. Vielleicht ist das Ganze hier überhaupt nicht ausgelegt für mich und meine Flusspferde. Vielleicht hätte ich den Zaun hier einfach nach drüben bauen sollen. Ach, hier ist doch Platz. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier kann ich doch noch was hinbauen. Ist doch alles dafür vorgesehen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Also hier können wir noch eine nächste Art hinmachen. Ich probiere jetzt nochmal ganz schnell was, wo wir jetzt live dabei sind. So. Ich mache jetzt hier einen Zaun hin. Vom Allerfeinsten. Und da habt ihr noch mehr Wasser. Mehr Fläche, mehr Wasser, mehr Freiheit. Total bescheuert, was ich hier mache, aber ich mache es einfach mal. So, und den Rotz mache ich weg. Klack, klack. Und Spiel läuft. Flusspferd. Wasserspender, ja. Hä? Was habe ich da? Ach, das Ding ist jetzt hier. Okay, ja, auch gut. Hungrig, ja, verstehe ich. Aber die Lebensqualität geht gerade extrem nach oben. Platz des Gigs ist zu klein und zu voll. Fantastisch. Fantastisch. Also es reicht immer noch nicht mit dem Wasser. Ich hätte jetzt vielleicht hier noch komplett einen Zaun drum bauen können. Keine Ahnung. Tja. Was soll ich sagen? Bescheiden. Die müssen das halt mal mitnutzen dann. Die Zuschauer müssen... Ich müsste jetzt hier noch ein Schild hinmachen, damit die Zuschauer wissen, was da los ist. Ich klau mir das mal. So. Zack. Schild. So. Das machen wir da ran. Wie geht das nochmal? Ah. So. Und... Da kommt natürlich das Flusspferd dran. Wir brauchen noch eine Spendenbox. So. Damit das sich jetzt auch als endlich mal lohnt, alles, was wir hier machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Rahmen hier noch drin ist. Von der Entfernung. Die Zuschauer haben nicht so wirklich was davon. Holen wir mal raus. Und hoffen... Also das mit dem Futterdruck... Habe ich immer noch nicht verstanden, warum das nicht aufgefüllt wird. Das ist echt immer so eine Sache. Also, ich brauche gerne Tipps. Es ist mir noch alles ein bisschen zu viel. Es ist sehr kompliziert für mich. Aber immerhin habe ich das jetzt auf jeden Fall hier in den grünen Bereich geschafft schon mal. Eine kleine Hürde ist erreicht. Nur 20 von 30, ne? Man kann noch mehr schaffen. Ganz klare Sache. Aber es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Gut, also ich hoffe, also hier ist irgendwas ist hier los. Was? Bildungselement, ja, okay. Siehst du, das ist alles noch nicht so richtig. Ich muss das noch umändern. Ich muss hier eine Brücke noch reinbauen, damit die da drüber sind, ne? Das ist, glaube ich, das Ziel. Warte mal, ja, wir machen das jetzt noch hier schnell. So. So.
Ein bisschen breiter. Breite. So. 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 Ja, machen wir einfach mal so. So, zack, da rein. Dann kann ich das Ding doch jetzt da hinten hinstellen. So, der Part geht dann doch wieder ein bisschen länger. Hier weg, komm, geht doch mal weg da. Ihr steht da alle doof. So, move hier hin. Oh, das Geld fliegt aber trotzdem noch rein. Sehr schön. Das finde ich auf jeden Fall sehr akkurat von den Gästen. Wie kann ich jetzt hier mehrere Sachen auswählen? Ich weiß es nicht. Move. So. Und das Schild jetzt noch da dran move. Flusspferd. Aber so richtig verstehe ich jetzt noch nicht, wie ich das mit dem Gehege da verbinden kann. So nach dem Motto, hier, gehört doch dazu. Das hatte ich mal gemacht irgendwann. Klick nochmal das Ding an hier. Alles gut. Gehege, Infotafel. Ja, eigentlich alles normal. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht so genau. Ich noch viel lernen muss, aber ich bin ja auch immer noch im Tutorial. Gut, also danke erstmal fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns aus dem Wasserfall hier. Ach, sie haben was zu essen bekommen. Die Happy Hippos, das freut mich doch. Also werden am Ende doch noch irgendwie alle glücklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Der, ja, geht hier einfach gemütlich dran vorbei. Sage bis zum nächsten Mal. Lasst gerne noch ein Like da und kommentiert das Ganze bitte fleißig und gebt mir Tipps und Hinweise, wie gesagt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Abo nicht vergessen, wenn ihr mich abonnieren wollt und so. Oh, das Essen ist weg. Also, macht's gut. Bis dann erstmal, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.